Das tut dir leid, dass du zu dämlich bist, ein Schnitzel zu machen. Das ganze Haus riecht nach dem verbannten Mist. Wie kann man nur so dämlich sein? Das wird nie wieder passieren, ich verspreche. Spar dir deine Scheißentschuldigung. Es reicht. Die ganze Nacht nicht geschlafen und nicht mal einen Kaffee getrunken. Ja, können wir ja gleich holen. Zu viel Kaffee ist auch gar nicht gesund. Morgen. Morgen, Doc. Ah, hallo zusammen. Ja, ich brauche nur einen Augenblick. Zwei Einschüsse. Sein Name ist Frank Moll. Er und sein Bruder Jochen Moll sind hier die Geschäftsführer. Sein Bruder hat ihn ja auch so gefunden. Wenn ihr mit ihm sprechen wollt, er wäre drüben in seinem Büro. Ja, ich habe dem armen Mann ein Beruhigungsmittel gegeben. Ist ja auch schlimm, seinen eigenen Bruder so zu sehen. Alex, hier sind zwar Einbruchspuren, aber die müssen im Nachhinein angebracht worden sein, weil so hätte der Täter nie die Tür aufbrechen können. Da kannten sich Täter und Opfer vielleicht. Täter den Einbruch nur vorgetäuscht, um von sich abzulenken. Na, wahrscheinlich war er in seinem Büro und wollte zur Tür, als er von hinten erschossen wurde. Habt ihr denn eine mögliche Tatwaffe gefunden? Nee. Auch keine Projektile, keine Hülsen. Naja, die Projektile stecken wohl noch im Körper. Es gibt keine Austrittswunden. Was mit dem Todeszeitpunkt, Doc? Den schätze ich auf gestern Abend, also grob gesagt zwischen 21 Uhr und Mitternacht. Alles klar. Und Robert, dann würde ich sagen, reden wir erstmal mit dem Bruder. Bis gleich. Guten Morgen. Wir sind von der Kripo Rietz, mein Kollege Herr Ritter. Erstmal unser Beileid. Entschuldigen Sie, ich bin total durcheinander. Wir sind gestern noch zusammengesessen. Ich nicht gewusst hätte, dass wir das letzte Mal zusammensitzen. Um wie viel Uhr war das denn? Gegen 6. Er wollte noch hier im Büro bleiben. Sagen Sie, hatte Ihr Bruder Probleme mit jemandem? Nein. Sicher? Ja. Nein, das ist Julia, Franks Frau. Was soll ich denn jetzt sagen? Sollen wir mit ihr sprechen? Nein. Julia? Ja. Ich muss dir was sagen, was ganz schlimm ist. Naja, es tut mir so leid, weißt du, wo bist du denn? Ich habe mit allem gerechnet, aber doch nicht damit. Wie kann das denn sein? Wer soll Frank denn einfach so erschießen? Das heißt, Sie haben auch keine Ahnung, wer Ihrem Mann das angetan haben könnte. Sagen Sie, warum wohnen Sie denn jetzt gerade bei Ihrer Freundin? Naja, zwischen Frank und mir lief es nicht so gut in letzter Zeit. Julia und Frank haben sich gestritten und dann habe ich ihr angeboten, ein paar Tage bei mir zu bleiben. Hat Ihr blaues Auge was damit zu tun? Nein. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. Daher kommt die Verletzung. Gab es einen bestimmten Grund dafür, warum es in Ihrer Ehe nicht so lief? Was haben denn meine Eheprobleme mit Franks Tod zu tun? Das sind nur Routinefragen. Naja, Frank war in letzter Zeit so gereizt. Er hat nur noch für seine Arbeit gelebt. Deshalb haben wir so oft gestritten. Wann haben Sie Ihren Mann denn zum letzten Mal gesehen? Vor 2 Tagen. Am Abend. Wir haben gestritten und naja, ich habe meine Taschen gepackt und bin hierher gekommen. Was haben Sie gestern Abend gemacht?
Ich war hier. Ja, wir haben DVD geguckt und Pizza bestellt, was man halt so macht. Ich bin mir ganz sicher, du bist dran mit Kaffee kaufen. Gerrit, ich habe hier schon 1 Million Mal Kaffee gekauft. Jungs, beruhigt euch. Mutti hat welchen gekocht. Siehste, Mutti ist lieb. Dankeschön. Mutti hat ein großes Herz. So, Gerrit, welche Tasse? Meine Golftasse, bitte. Mir ist ja klar, welche Tasse, oder? Ja, die Zweitligatasse. So, lasst es euch schmecken. Ja. Was ist das denn? Ja, totale Plörre. Ja, wieso? Entkoffeiniert? Ja, und? Der schmeckt und der ist auch viel gesünder. Wirklich nicht. Ab zum Automaten. Gerhard, bringst du bitte einen mit? Gerne. Danke. Ihr seid so süchtig. Nein, wir trinken ja auch kein alkoholfreies Bier. Also, der Mann ist gestern zwischen 22 Uhr und Mitternacht ermordet worden. In seinem Leichnam befanden sich noch die 2 Projektile. Alles klar. Ich danke euch, ja? Tschüss. Also, es gibt keine verwertbaren Fingerabdrücke an der Tür. Die Tatwaffe wurde auch noch nicht gefunden. Dafür haben die Kollegen das Handy des Toten geknackt. Der hatte wohl was mit einer Jana Schmidt. Das war ja ein richtig super Typ. Hat seine Frau geschlagen, ist fremdgegangen. Ja, ich verstehe solche Frauen auch nicht. Lassen sich von ihrem Mann schlagen und schützen ihn dann auch noch. Ja, da versteht echt keiner. Wie ist die nochmal? Jana Schmidt. Was ist mit der? Ich glaube, die könnte Michael gefallen. Ja, zeig mal. Also sie und ihre 3 Freundinnen. Ui. Scheiße, das war jetzt sichere Kohle, die mir fehlen wird. Ach, das ist gerade ihr einziges Problem, ja. Wie war eigentlich ihr Verhältnis zu Frank Moll? Ja, wie schon. Wenn die Männer zu Hause bei der Ehefrau nicht mehr ran dürfen, dann kommen sie halt zu mir. Ich kümmere mich gut um ihre Bedürfnisse und dafür machen sie finanziell erkenntlich. Hat Herr Moll mal was über seine Ehe erzählt? Nö, der kommt bestimmt nicht zu mir, um über seine Ehefrau zu quatschen. Das denke ich mir. Wie lange kannten Sie ihn denn schon? Ach, so ein halbes Jahr. Da kam mal in den Club und hat mich angequatscht. Ist er Ihnen gegenüber irgendwann mal gewalttätig geworden? Frank? Nee, wieso? Wann haben Sie Frank denn das letzte Mal gesehen? Vor 4 Tagen. Hat er da erzählt, dass er mit irgendwem Stress hat? Nö, der hat mal am Telefon mit seinem Bruder kurz gestritten und irgendwie hat er sich in Sachen eingemischt, die nichts angingen. Kann ja vorkommen. Was denn für Sachen? Das weiß ich nicht. Hat mich auch nicht interessiert, ich habe ihn auch nicht gefragt. Können Sie uns sagen, wo Sie gestern Abend zwischen 22 und 24 Uhr waren? Da war ich im Club. Von 8:30 bis 5 Uhr morgens. Da muss ich jetzt auch wieder hin. Ich habe mich meinem Chef versprochen, ich beeile mich. Okay, wir sind soweit auch durch. Sie können ja mitkommen. Sie kriegen sogar eine Tanzeinlage gratis. Klingt sehr verlockend, aber ich habe leider schon was vor. Falls du es dir anders überlegst, wie du was, wo du mich findest. Kollege, hallo. Ja, mein Gott, du wolltest ihr Höschen sehen. Ach was, will die doch. Ja, was denn sonst? Ja, eben. Mein Güte. Ja, und jetzt? Ja, war Feierabend, ich kann mich eh nicht mehr konzentrieren. Das merke ich schon. Ich rede morgen auf jeden Fall erstmal mit dem Bruder. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Okay. Zu Hause. Nützt ja nix. Ach, hallo. Morgen. Gibt's was Neues? Ja, Herr Moll, wir haben erfahren, dass Sie mit Ihrem Bruder Streit hatten. Worum ging's denn dabei, um die Firma? Nein, es ging um Julia. Naja, Frank, der hat sie geschlagen. Ich wollte, dass das aufhört. Hat sie Ihnen das selbst erzählt? Nein. Sie hatte immer wieder blaue Flecken. Sie selbst hat behauptet, sie sei gestürzt oder hätte beim Sport einen Unfall gehabt. Das haben Sie aber nicht geglaubt. Irgendwann nicht mehr.
Mir kam das alles von Anfang an ganz komisch vor. Ich hätte nie gedacht, dass mein Bruder sowas macht. Ich habe dann immer wieder mit Julia gesprochen, habe sie darauf angesprochen, habe sie geradezu genervt und ja, irgendwann hat sie es dann zugegeben. Wann war das? Jetzt gerade mal 2 Monate her. Sie hat darauf bestanden, dass ich auf keinen Fall mit Frank drüber rede, aber ich habe das einfach nicht ausgehalten. Dann war ihr Bruder wahrscheinlich sauer, weil sie sich eingemischt haben. Na ja, klar. Er hat seine ganze Wut erst recht an Julia ausgelassen. Ich habe das Ganze einfach verschlimmert. Ich wollte doch nur helfen. Und wie war ihr Verhältnis zu ihrem Bruder danach? Angespannt. Äußerst angespannt. Beruflich wie privat, wir haben nur noch gestritten. Er hat mich provoziert, wo er nur konnte. Er hat mir unterstellt, ich sei in Julia verliebt. Sind Sie das? Nein. Ich wollte einfach nur helfen. Ich mag Julia, aber das ist schon alles. Herr Moll, eine Frage noch. Haben Sie eigentlich eine Waffe? Bitte? Nein. Sie wollen mir jetzt unterstellen, dass ich meinen eigenen Bruder... Wo waren Sie denn gestern Abend zwischen 22 Uhr und Mitternacht? Ich war im Fitnessstudio. Ich bin dagegen 23:30 weggefahren. So lange waren Sie dort? Naja, ich habe trainiert und war dann noch in der Sauna. Das ist so ein 24-Stunden-Fitnessstudio in der Belgradstraße. Ja gut, das wär's dann erstmal. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Ja.